Gast, krieg ich noch einen Schluck Tee. Unser nächster Gast ist ein Zeichner und der hat schon sicherlich als Kind angefangen zu zeichnen, wie alle Zeichner. Aber er zeichnet ziemlich viel Figuren. Er wohnt hier auch in Köln. Meine Damen und Herren, Ralf König. Hallo Ralf. Der Ralf König will uns erstmal etwas zeigen, das heißt eigentlich lesen. Ne? Dafür brauchst du deinen Laptop. Genau, weil ich ja Comics lese, müssen da Bilder dazu. Genau. Und die Geschichte spielt 400 Millionen Jahre vorher in Äthiopien. Ich bleib hier sitzen, ich setze mich hier drauf. Ich guck dann, das ist darf gut. Ich doch hier, darf ich gucken? Du darfst gucken, ja. Und die Geschichte heißt Evolutionsbremse. Lucy, hier, für dich. Was ist das, ein Stein? Ein Faustgeil, hab ich erfunden. Es hat vorne scharfe Kante und hinten Griff. Ficken wir. Du schenkst mir einen Stein? Es ist ein Faustgeil. Du kannst damit Wurzeln ausgraben und Schalenfrüchte knacken und Pflanzen abschneiden. Ein Küchengerät? Ist das wieder eins von deinen sogenannten Küchengeräten? Wie der Stock mit dem draufgewickelten Zebraschwanz neulich? Das war der Handfeger. Darum klopfst du seit Tagen irgendwelche Felsbrocken aufeinander? Um mir am Ende einen bekloppten Stein zu schenken? Das ist. Damit ich Schalenfrüchte knacken kann? Was für Schalenfrüchte denn? Vielleicht kann der Herr statt Steine kloppen mal wieder raus in die Steppe und was Fressbares besorgen. Und steh nicht so aufrecht rum. Was sollen die Leute denken? Hock dich hin und lauf auf allen Vieren wie ein anständiger Primat. In aufrechter Haltung sieht man über das Steppengras hinweg, ob von irgendwo Gefahr. In Gefahr ist höchstens deine Bandscheibe. Das ist total unnatürlich. Das führt zu Rückenschmerzen und Haltungsschäden. Vor allem sieht's bescheuert aus. Du solltest es mal versuchen. Der aufrechte Gang ist eine existenzielle Erfahrung. Und man hat beide Hände frei. Na, das ist ja revolutionär. Allerdings, ich kann beim Laufen Lasten tragen. Toll! Womöglich kannst du noch gleichzeitig kacken. Du machst uns zum Gespött der Horde. Was ist denn los mit deinem Gehirn? Wieso bist du nicht wie alle anderen? Meine Mutter hatte damals recht. Ich hätte mich vom Alpha-Männchen bespringen lassen sollen. Der Idiot erkennt sich nicht mal im eigenen Spiegelbild. Seine Sippe hatte wenigstens genug zu fressen. Neulich gab's drüben Wurzeln vom Maulbeerbaum an einem Salat von weißen Sprossen und Petersilie. Wir sollten Fleisch fressen. Es geht. Ich habe neulich ein totes Kaninchen gefressen, das da irgendwo rumlag. Ich war den ganzen Tag satt. Das ist ja widerlich. Ich hab noch nie sowas Ekelhaftes gehört. Du frisst Fleisch? Das ist ja total krank. Leoparden fressen auch Fleisch. Leoparden fressen uns? Eben, aber nicht mehr lange. Was meinst du damit? Lucy, sag's keinem weiter, aber ich bin da an was dran. Ich beobachte gerade, dass Reibung Hitze erzeugt. Bis hin zur Funkenbildung. Funkenbildung, Lucy. Wie klingt das für dich, Beherrscher des Feuers? Wir könnten Feuer erzeugen und kontrollieren. Mit Feuer könnten wir uns die Leoparden vom Hals halten. Steaks braten. Wir wären die Alpha-Männchen der Welt. In die Hocke! Auf alle Viere! Faustgeil, Feuer erzeugen, wo soll denn das hinführen? Willst du irgendwann auf dem Mond rumlaufen? Lass uns lieber zurück auf die Bäume. Ich war immer dagegen, vom Baum zu klettern. Da oben war es sicher und wir hatten genug zu fressen. Jetzt sitzen wir in der Steppe und halten jedem Fleischfresser den Arsch hin. Wohin willst du? Du stirbst aus. Was? Was soll das heißen, ich sterbe aus? Drück dich deutlicher aus. Der, die, das, wer, wie, was... Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Hier. Was ist das? Ein Faustgeil. Oh, wie praktisch. Entschuldige, dass ich aufrecht stehe, aber manchmal brauche ich den Überblick. Ich kenne das Gefühl. Echt? Das ist ein sehr guter Faustgeil. Damit kann man sogar Fleisch schneiden. Willst du mich bespringen? Es gibt da eine vielversprechende neue Methode. Wirklich? Ja.
Ich leg mich auf den Rücken, da können wir uns beim Koitus in die Augen sehen, das fördert die Emotionen und aus der Triebabfuhr wird mit der Zeit ein Liebesakt. Das klingt zukunftsträchtig. Dankeschön. Danke. Ja, das ist ja, du hast die Dinge ja so auf den Punkt gebracht, ne? Ja, der Zeichner versucht, den Punkt zu machen, dass die Dinge dann auf den Punkt sind, ja. Toll. Also mir gefällt das deshalb auch so gut, weil die Figuren so lebensecht aussehen, die du da malst. Ist natürlich etwas übertrieben, aber gerade das macht ja das aus. Die Fantasie wird angeregt und ja, wir haben ja letztendlich haben wir auch gelacht. Das ist auch wichtig. Ja. Und es spricht auch viel Weisheit daraus, ja. Das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Also Comics an sich können durchaus weise sein. Ja. Ob dieses jetzt war, das, ich weiß nicht. Naja, Weisheit als bekannte Weisheit ist eine bekannte Weisheit. Also es ist schon sehr, sehr, sehr lange bekannt, diese Art der Weisheit. Komm, wir malen was. Ja. Ich habe früher, als ich Kind war und noch nicht so viel Klavier gespielt habe, habe ich auch viel gemalt und vor allen Dingen gezeichnet. Und das Zeichnen, das befreit, finde ich. Also Zeichnen, wenn ich irgendwie was zeichne, dann möchte ich schnell zeichnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst wahrscheinlich auch sehr schnell zeichnen. Stimmt das? Das muss sogar sehr schnell gehen, ja, weil sonst ist dieser spontane Strich weg. Es gibt Comiczeichner, die zeichnen alles mit Bleistift, alles ganz sauber vor und tuschen dann mit Tusche danach und so. Mhm. Und das mache ich gar nicht. Also alles, was ich zeichne, geht sofort zack aufs Papier. Und du zeichnest hier jetzt mit so, wie heißt das, Edding? Ja, mit diesen dicken Dingern jetzt gerade nicht, nein. Also die sind schon etwas feiner normalerweise. Aber nicht mit Rotring Nummer 02 mm? Doch, die Brustbehaarung der behaarten Bauarbeiter zum Beispiel kommen immer mit dem halbleeren Edding 0800. 01. Genau. Also du malst dann also auch also mit mehreren sehr fein, Stiften, sehr, mit sehr mehreren Stiften dann. Ja. Ja? Nix. Willst du denn jetzt auch was zeichnen? Ich will auch was zeichnen. Ich will aber nicht damit jetzt einfach nur sagen, dass ich gerne zeichne. Ich zeichne aber gerne. Ich kann immer nur nach links zeichnen. Wenn ich hier eine Figur mache zum Beispiel, also so kann ich nur nach links. Kann ich nur nach links zeichnen. Na gut. Ich kann die Figur nicht andersrum zeichnen. Wer könnte das sein? Ich kann immer nur mit den Augen anfangen, weil wenn die schief gehen, dann kann ich gleich die ganze Figur nochmal machen. Deswegen mache ich die Augen lieber von alleine, also von zuerst, weil diese Augen das Wichtigste sind. Immer. Nein, ich mache nur sowas hier, weißt du, guck mal. Ich bin schon fertig. Gut. Ja. So ein Männchen hat. Das ist so die Schuhe sind total daneben gegangen. Ja, ist ich habe jetzt eher auf die Augen geachtet. Ja. Du hast also auf die Augen geachtet und dieser hat so ein bisschen so. Ja, ein bisschen dann hat er noch so eine Augenbraue. Da ist ganz wichtig, ne, wenn du jetzt. Ja. Man kann so ein Augen machen, ne, habe ich festgestellt. Und dann kannst du aber auch so machen. Dann ist es böse, ne? Ja. Wo ist denn da das Auge überhaupt? Hier ist das Auge. Ah, oh ja, das ist jetzt böse. Und da ist das andere Auge. Das kann man eigentlich nicht sehen, weil wir gucken von hier, weißt du? Ja. Aber ich kann doch noch was anderes malen. Echt? Kann ich dir eine Aufgabe stellen? Oh, alles, was mit Rädern zusammenhängt. Brottrommel mit Brötchen innen drin. Ach du Scheiße, das ist ja total witzlos. Eigentlich ja. Pass auf, Brottrommel auf Beinen, Schlittschuhlaufen. Ja, Schlittschuhlaufen in einem großen Eisstadion mit 200 Leuten. Nein, die 200 Leute, lass mal. Ich habe 11.000 Jungfrauen gezeichnet, ich kann keine Massenszenen mehr. Moment, ich mache hier. Was hast du, 11.000 Jungfrauen gezeichnet? Das ist mein letztes Buch, 11.000 Jungfrauen, das ist die Schutzheilige von Köln, das musst du doch wissen. Ja, ich bin kein Kölner, du bist ja Köln zugezogen. Ja, seit 22 Jahren, genau. Und das deswegen, also Massenszenen machen mich fertig. Ich hatte am Schluss 11.000 Jungfrauen zu zeichnen, die auf 3.000 Hunden stoßen. Und die sahen auch alle verschieden aus, ne? Also die dürfen ja nicht alle gleich aussehen. Nee, die dürfen nicht alle. Und ich mache ja auch nichts mit dem Computer, sonst kann man vielleicht auf einen Knopf drücken. Also gar nicht Computer, ne? Gar nicht, überhaupt gar nicht. Nein. Das ist sehr sympathisch. Ich finde, Zeichnen ist ein sinnliches Erlebnis. Ja, was war das, auf einem Tisch und mit Schlittschuhen? Oder was? Mit Beinen und Schlittschuhen, die Arme in die Luft werfen, Bonbons verteilen. Also
Komisch, was weiß ich. Komisch wird das jetzt. Nee, komisch nicht. Ist nicht. Das ist ernst. Das ist ernst, ja. Ich habe noch nie Schlittschuhe gezeichnet, aber ich versuche. Bist du schon mal Schlittschuhe gefahren? Ja, aber das ist lange her. Und das hat immer wehgetan, wenn man sich hin. Ja, ja. Man sich hin sieht. Zeichner fahren nicht gerne Schlittschuhe. Von welchem Zeichner hast du denn das schon gehört? Ich kenne keine. Also ich das ist nicht keine. Wahr. Das ist nicht wahr. Ich kenne du kennst Walter Mörs. Ich weiß, dass du Walter Mörs kennst. Ich kenne auch viele. Ich kenne auch hier aus der WAZ noch damals, der Rip Corby gezeichnet hat. Oder kennst du Dankwart oder Willy Wacker. Willy Wacker kenne ich. Kennst du, ne? Mhm. Ist auch ganz berühmt gewesen. So. Ich vertiefe mich hier in dieses Motiv. Sehr schön. Ja. Nee, darf ich mal sehen? Bitte. Toll. Guck mal, so einfach geht das. Ja, das also schwer. Also, Nein, für mich hat das hier Seele. Da sind Brötchen. Ich sehe die Brötchen, die Brottrommel, die arme Brottrommel. Kann ja gar nicht Schlittschuh laufen. Ne? Wenn das aber jetzt Brötchen schmeißen würde, würde ich es ja noch verstehen. Aber Bonbons, ja. Bonbons ist schon komisch, ja. Naja, das ist ja das, das nennt man Aberwitz. Warum, weiß ich auch nicht. Wenn du zeichnest, stehst du früh auf? Hast du einen Plan? Ja, morgens? Ich bin Frühaufsteher und gehe ins Büro. Ich bin mit Webdesignern in einem Büro, weil wenn die sich unterhalten, verstehe ich nichts. Die reden in so einem technischen. Dann bist du also nicht abgelenkt? Ich werde nicht abgelenkt. Ich kann mit meinen Nasen machen, was ich will, ohne dass ich irgendwie gestört werde. Das ist sehr angenehm. Und warum arbeitest du? Musst du unter Leuten sein? Weil ich alleine seltsam wurde. Also es gab Zeiten, da bin ich morgens zum Bäcker gegangen und habe gesagt, 2 Brötchen bitte. Und das war das Einzige, was ich am Tag gesagt habe. Und das fand ich dann irgendwann ein bisschen schwierig. Einsame Zeichner. Genau, der sich nur mit seinen Comicnasen unterhält, das kann ja dann auch schon mal seltsam wirken. Und da habe ich gedacht, ich muss unter die Leute. Dann sind nachher, wenn du gestorben bist, nur diese Figuren auf deiner Beerdigung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Zumindest hängen sie jetzt schon mal im Museum, das ist ja schon mal was. Vielleicht, ja, das finde ich, vielleicht bleibt gut. Ja, was von einem übrig auf diese Art und Weise. In mehreren Museen. Hängst du sicherlich ausgestellt schon? Nein. Hier im Kölnischen Stadtmuseum. Achso, das weiß ich. Mit den 11.000 Jungfrauen. Mit den 11.000 Jungfrauen, genau. Ja. Ja. Die Geschichte kenne ich ja nicht so wie du. Ich bin zwar kein Kölner, aber ich nehme an, es waren eigentlich nur 11. Es sollen 11 gewesen sein, aber die Kölner haben im Mittelalter gerne die Reliquien verhökert. Alles, was heilig war, wurde verkauft. Und dann haben sie gesagt, es sind 11.000 gewesen, weil sie einen Römerfriedhof ausgegraben haben. Und die Knochen, da wussten sie nichts mit anzufangen und haben sie dann verkauft. Jetzt. Lange Geschichte. Ja. Aber verhökern die Kölner jetzt noch Reliquien? Das ist mir jetzt nicht bekannt, weiß ich nicht. Aber wir haben eine Marktlücke. Unbedingt. Ja, aber es gibt nicht mehr so viele Heilige. Möglich, es gibt nicht mehr so viele Heilige, das ist das. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, Ralf, schön, dass du bei uns warst. Ich fand die Geschichte toll, die du vorgelesen hast. Danke. Vor allen Dingen mit den richtigen Stimmen. Das hat man ja auch selten, ne? Dass ein Zeichner so extrovertiert ist, dass er da auch noch die Figuren sprechen kann. Ja, das macht mir schon Spaß, weil ich habe 30 Jahre zeichne ich jetzt Comics und die Leute haben das auf dem WG-Klo gelesen oder irgendwie auf dem Sofa. Jedenfalls war ich nicht dabei. Und jetzt so auf der Bühne zu sein und solche Lesungen zu machen, das ist schon toll, weil man diese unmittelbare Reaktion des Publikums dann auch. Aber du zeichnest auch noch abschließend, du zeichnest alle Figuren immer selber. Ja. Und hast nicht irgendwie Leute, denen gibst du eine Figur und sagst, so, mach mal damit. Nein. So was machst du nicht. Das mache ich nicht. Ne? So was gibt's aber. Glaube ich. Es gibt ja alles, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, hier müsste der Fußboden mal abgezogen werden. Das sieht ein bisschen schäbig aus schon, ne? Teppichboden würde gut tun, aber die Kamera ist da ja selten drauf. Was anderes? Kann man als Zeichner so viel Geld verdienen? Hast du eine eigene Wohnung? Ja, aber sie ist noch nicht ganz abbezahlt. Gut. Ach so, so richtig Relation, eigene, so eine, wie sagt man nochmal? Eine Eigentumswohnung. Ja, genau. Wie? Und da gibt es da so eine Eigentumswohngemeinschaft, so eine Eigentümergemeinschaft. Ja, das ist schon manchmal bizarr. Legen die nicht manchmal einen Haufen vor die Tür oder sowas? Nein, macht? Gibt nein, ja so das Leute, war ne? bei Roman Polanskis der Mieter, aber ja, das ist nicht bei mir. Ne? Genau. Ach, wie komme ich jetzt auf Roman Polanski? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Orgel gesehen habe. Die Orgel kommt aus Amerika. Sie ist aber in Deutschland hergestellt, also die Idee. Und Roman Polanski ist von Polen nach Amerika gezogen. Und wohnt, glaube ich, jetzt in der Schweiz. Ich habe ihn da gesehen in so einer Gondel beim Skifahren. Aber ist schon 20 Jahre her. Okay. Also wo der jetzt wohnt, weiß ich nicht. Lebt er überhaupt noch? Ja, ich denke schon. Und Zsa-Zsa Gábor, lebt die noch? Weißt du das? Lebt nicht ich mehr. Ich glaube ne? auch. Ich heute Morgen im Fernsehen gesehen. Ja? Mhm. Da war sie schon alt oder jung? Ich habe schon einen alten Film gesehen über Johann Strauss. Ach, ich habe die nie jung total gesehen. Total langweilig. Okay. Ja. Passiert manchmal. Ralf König.